Erste Frage. Wer von euch drei hat denn eigentlich den schönsten Bart? Also ich fall schon mal raus. Also ich war heute erst beim Bart machen. Der war heute Schauder, der schaut auf die Bart. Aber bei ihm sind gar keine Lücken da, ne? Die sind auch schon da. Was? Bei dir. Ja. Ja, komm. Sag mal. Hier ist auch schon... Ja. Ich hab da auch seinen Papa letzte Woche gesehen, der ist 1A. Dann nennen wir Patrick Rausch. Komm, vielen Dank. Gute Gene. Danke, Mann. Das Einzige, was er hat. Das ist ein Preis. Ja, aber immerhin was. Nein. Nächste Frage geht nur an dich, Daniel. Wann lädst du die Mannschaft eigentlich endlich mal zum Essen ein? Florian Rede, ja? Florian Rede. Das mache ich intern aus. Nicht, dass du dich davon drückst. Nein, das ist ein Mann, ein Wort. Gibt es eine Geschichte dazu? Die ist egal. Schlimm, ja? Nein, nicht so schlimm. Ein Missverständnis. Ist passiert. Okay, nächste Frage. Was war denn bisher das geilste Spiel eurer Karriere? Also ich kann meinen sofort sagen. Vernunft? Ich meine, da habe ich nur 6 Minuten, glaube ich, gespielt. Aber es war mein erstes Drittligaspiel gegen Saarbrücken, wo ich eingewechselt worden bin und das entscheidende 2-0 gemacht habe. Also bei mir war es auch, als ich eingewechselt worden bin. Letztes Jahr haben wir vor, ich glaube, 8000 Zuschauern gegen 60 gespielt im Pokalviertelfinale. Und da bin ich reingekommen, wir waren dann 1-0 zurückgelegen und dann habe ich noch 2 Tore gemacht und wir haben das Spiel dann 2-1 gewonnen. Ja, ich weiß, das sagt man jetzt als Lübecker nicht so. Aber bei mir war das Startelfdebüt in der 2. Liga beim FC St. Pauli gegen Greuther Fürth. Nächste Frage. Jetzt bleiben wir beim VfB Lübeck. Was war denn euer emotionalster Moment bisher beim VfB Lübeck? Also meiner war jetzt erst am Wochenende, würde ich sagen. Nach so einer langen Verletzungspause jetzt endlich mein erstes Tor zu schießen, war natürlich ein geiles Gefühl. Und herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Vielen Dank. Für mich bis jetzt das Emotionalste hier. Auch wenn ich so schon immer viel mitgefiebert habe, aber persönlich auf dem Feld war das jetzt für mich der Moment. Das habe ich so gefreut. Ich habe fast geweint. Ich auch. Ehrlich, habe ich so gefreut. Das emotionalste Spiel. Ja, also für mich, glaube ich, war ich in Flensburg hier zu Hause, war schon ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Da gut war es los, viele Erwartungen da gewesen. Gerade weil das so ein kleines Derby ja hier ist und von letztes Jahr und dieses Jahr, und man hört ja immer einiges, da haben wir 3-1 gewonnen. Das war für mich ja, das schönste Spiel, glaube ich, bislang. Ich hoffe, da kommen noch ein paar dazu. Ja. Aber ich finde, es ist schwer, so auf ein Spiel runter zu reduzieren, weil du hattest hier so viele geile Lumien-Fights. Also ich finde, da kann man das gar nicht so an ein Spiel irgendwie wieder zurück reduzieren, und ich denke mal, dass noch einige Spiele dazu kommen werden, wo wir sagen werden, das war ein richtig geiler Fight hier auf dem Morgen. Was kommt mein? Ich kann das nicht. Wie gesagt, das waren so viele geile Spiele, da kann man gar nicht so richtig rausziehen, finde ich. Na gut, dann machen wir die nächste Frage. Wer von euch ist denn der größte Trainerliebling? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, bei uns in der Mannschaft kann man eigentlich keinen so richtig weit rausgehen. Trainerliebling. Fällt mir so auch nicht so allgemein eigentlich niemand, ne? Nee, also man kann jetzt nicht sagen, so und so. Das ist ein Liebling, oder? Verstehen sich eigentlich alle gut mit dem Trainer, oder? Der Mann schon, ja. Also kann man so gar nicht sagen. Alle gleich gut. Alle gleich. Ja. Es hört sich nach einer guten Beziehung an. Wer von euch dreien ist denn der beste Fußballer? Also ich sage ganz ehrlich, ich bin es von uns dreien definitiv nicht. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich weiß nicht, auch, wo Hopsch, als ich Hopsch kennengelernt habe, meinte er nur so, das erste Mal, wo wir mal was essen waren, er sagte so, von mir braucht ihr nicht viel erwarten, ich schieße nur Tore. Also am Ball, er sagte, der Ball springt gegen das Schienbein, gegen das Knie, vor die Füße und ich hau das Ding rein. Ich meine, dafür muss ein Stürmer da sein. So ist der Hopschi. Genau richtig, gut eingekauft da. Super, Stefan. Ja, da ist der Fußballer. Ich finde, das ist so positionsabhängig. Ist auch, ja.
würde ich auch sagen. So, deswegen finde ich das auch schwer zu sagen. Also ich meine, das müssen andere beurteilen. Also wir können jetzt selbst von uns aus nichts so sagen. Das müssen andere entscheiden. Ich kann Hauptsche entscheiden. Wer der bessere Fußballer von beiden ist, ist schwierig. Ich würde beide von technischem her schon auf einem Niveau sehen, muss ich sagen. Also auf jeden Fall über mir. Was, wenn du dich entscheiden musst? Wenn ich mich entscheiden muss? Oh, schwierig. Jetzt werden die Mannschaften zerstört. Oder beide Freunde ist schon schwer. Ich würde sagen, Dalgi ist so der bessere Techniker, Dani hat die bessere Schusstechnik noch beim Abschluss. Na gut, das lassen wir zählen. Okay. Nächste Frage. Auf welches DFB-Pokalfinale hofft ihr denn? Aktuell. Verfolgt ihr das? Ja, natürlich. Also für mich ist es ganz leicht. Die Fans wollen es vielleicht nicht so gern hören, aber zumindest ist Hamburg dann im Finale, weil ja diese Fanfreundschaft besteht. Aber ich bin als gebürtiger Bremer ganz klar für Bremen. Und wünsche mir natürlich den HSV im Finale, dass wir aber dann natürlich den HSV im Finale auseinandernehmen. Das wird mir ganz gut gefallen. Und die anderen beiden? Also ich, bei mir ist auch eine, ich komme aus Hamburg und für mich interessiert. Ich wünsche dir dann auch, dass Werder den HSV auseinandernimmt. Nee, das nicht, aber ich wünsche mir auch, dass das Nordderby wird und am besten, ja, mit dem besseren Ende in Hamburg. Bremen, Bayern. Also ich war, wie gesagt, ich habe 6 Jahre in der Jugend dort gespielt bei Bremen und das war immer was sehr Besonderes, wenn die Münchner da hingekommen sind und einen Tag noch immer vorher da trainiert haben und wir als kleinen Kinder da immer hingegangen sind und am Zaun standen und die Bayern-Spieler dazu geschaut haben. Darum, ich verbinde da immer noch ein bisschen was mit Werder Bremen und Bayern München. Das war früher immer ein schönes Gefühl. Darum gönne ich das den Bremern auch, dass die Bayern kriegen und hoffe natürlich, Florian Kohfeldt, der Trainer bei Werder, den hatte ich 2 Jahre in der Jugend als Jugendtrainer. Ich würde denen das gönnen, dass Bremen als Pokalsieger dieses Jahr vom Platz geht. Wenn ihr denn jetzt den Landespokal gewinnt und es in den DFB-Pokal schafft, wen wünscht ihr euch denn als Gegner in der ersten Runde? Also ich würde auf jeden Fall gerne mal dann gegen den amtierenden Pokalsieger spielen. Bremen natürlich, wäre eine super Sache für mich. Nee, also ja, gegen Bremen habe ich so jetzt persönlich noch nie gespielt. Aber natürlich gibt es dann auch immer andere noch so. Dortmund ist natürlich ein Highlight oder dann Bayern auch. Ja. Also auf jeden Fall einer der Großen? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal so, wenn ich so ein Pokalspiel habe, dann habe ich schon gern jetzt einen Erstligisten, so eine richtige Top-Mannschaft, bevor ich jetzt da einen Zweitligisten ziehe. Bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich würde gern, natürlich wünscht man sich gegen höherklassige Gegner zu spielen, gerade Bundesliga, volle Stadion. Ich glaube aber, das kriegt man auch mit einem Zweitligisten. Und natürlich, wenn man jetzt gegen Bayern spielt, jeder will eigentlich gegen Bayern spielen, keine Frage, aber man will ja auch irgendwo natürlich weiterkommen im Pokal. Ne? Und DFB-Pokal eine Runde weiterzukommen, ist natürlich auch ein schönes Daumen. Von mir aus, irgendein Zweitligisten würde ich auch nicht nein sagen. Also, keinen bestimmten dort, wo wir auch eine Chance haben, auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall weiterkommen, 1-2 Runden. Aber natürlich will man so irgendwann dann auch die großen Teams hier haben. Ne? Das wäre auch ein schönes Ding. Boah, bei mir ist es schwer. Also ich würde auf jeden Fall gerne mal gegen Dortmund spielen. Das wäre auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Und die Derbys sind natürlich auch richtig geil. Ne? Gegen Pauli habe ich das gehört, auch von ein paar, die hier noch gegen sie gespielt haben im DFB-Pokal. Das war eine Wahnsinnsstimmung hier auf der Mühle. Und gegen Kiel im Derby ist natürlich auch Wahnsinn dann. Also das wären auch 2 richtig geile Spiele. Dann habe ich jetzt die allerletzte Frage für euch. Was macht ihr denn, wenn ihr in dieser Saison den Aufstieg schafft? Feiern wir, würde ich sagen. Ich glaube, dann brennt die Lumüde. Ich glaube, da gibt es noch ein Urlaubsziel dann. Wo man sich trifft. Oh. Hauptsache gebe ich eine Perücke und ich rasiere mir eine Glatze. Das halten wir jetzt so fest. Ja, also ich denke, da finden wir dann schon was dementsprechend, wo wir hinfliegen. Und da ist jeder herzlich eingeladen. Also jeder kann da gerne hinkommen, wo wir auch hingehen. Auf jeden Fall. Ja. Aber das ist noch ein harter Weg. So sieht es aus. Ja? Also Spiel für Spiel. Denkt euch an.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Mit Pokal im Gepäck dann. Und noch Aufstieg, das wär's. Sehr ja. Gut, dann freuen wir uns auf die nächsten Spiele mit euch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke auch. Danke.